Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in dem Event Schokoladige Liebe oder auf Englisch Passion for Chocolate maximale Punktzahl erreicht für jeden Charakter und was ihr denen bieten müsst, wie das aufgebaut ist und wie ihr auch die richtigen Gerichte für die zubereitet. Letztendlich kommt ihr dann Charakter, sagen wir zum Beispiel Frick, und ihr müsst ihr 3 Schokoladentorten bieten und die 3 müssen ihre Lieblingstorten sein. Also ihr braucht immer die richtige Torte zu hitten für die maximale Punktzahl und die kriegt man dann je nach Punktzahl eben Belohnungen. Ich habe jetzt heute 3 von 3 schon gemacht am ersten Tag und habe 155 Punkte erreicht zum Beispiel. Und die Zutaten, die ihr braucht für die Torten, dafür müssen wir an eine Kochmaschine und auf begrenzt. Und hier sind die jeweiligen Torten. Einmal quadratisch, einmal rund und einmal in Herzform. Jeder Kuchen braucht eine andere Zutat. Zum Beispiel der hier Fisch dran Crush braucht Störe. Das Ding hier braucht gefallene Früchte. Und ihr habt ja gerade die 3 Slots bei unserem Beispiel gesehen für Frick. Und da ist der erste Slot immer ein quadratischer Kuchen. Ihr könnt da keinen anderen reinstellen. Der zweite ist immer ein runder Kuchen. Und der dritte ist immer so ein Herzformkuchen. Und ich blende euch jetzt die Liste ein, welcher Charakter was für einen Kuchen haben will. Und diese Liste ist der Reihenfolge nach. Also jetzt zum Beispiel bei Frick steht Tail Floating Fish Oil. Tail ist dann der quadratische, Floating ist dann der runde und Fish Oil ist das Herzding, was sie eben haben will. Also sie braucht einen Tail-Kuchen, quadratisch, müsstet ihr dann eincraften. Rund braucht ihr dann Floating, das wäre das Ding hier. Und Fish Oil eben in Herzform. Die Liste ist auf Englisch und wenn ihr da beim Übersetzen Schwierigkeiten habt, weil auch manche Begrifflichkeiten schlecht übersetzt sind, geht einfach auf Einstellungssprache, stellt auf Englisch, drückt einfach OK. Und jetzt solltet ihr alles auf Englisch haben. Hier oben Tail Square, Floating Planet und Fish Oil Crush, also jetzt im Beispiel Frick. Die 3 müsstet ihr dann craften und ihr dann unter Passion for Chocolate geben. Also hier kommen dann die quadratischen, hier die runden und hier die herzförmigen. Dann gibt ihr dir das und die ist dann verliebt, count und gibt euch eben die maximale Punktzahl, die möglich ist. Wie kommt ihr an die Zutaten? Ganz einfach. Kakaobeans könnt ihr ganz normal farmen. Da könnt ihr auch auf Interactive gucken, wo ihr die am besten bekommt. Die Formen jedoch sieht man aus Vera Passwort-Tun, einem Verkäufer und weitere Sachen, die ihr seht hier. Durch diverse Aktivitäten, aber hauptsächlich auch durch den neuen Boss. Also ich habe heute ein paar Mal den neuen Boss gemacht und ich hatte bei weitem genug, um das Event zu spielen. Wie gesagt, auch die Passwort-Truhen geben euch sehr viel, auch wenn ihr forciert öffnet, so viel ich weiß. Also wenn euch irgendwas fehlt, solltet ihr Passwort-Truhen farmen oder den Boss farmen oder zum NPC gehen, den ich euch gleich zeige und eben eine von den 3 Events hier da teilnehmen. Der NPC ist in Miroria, der euch die ganzen Sachen verkauft und der ist ungefähr hier. Genau, hier direkt neben dem Nudelstand ist dann die Chocolatier und im Zweifelsfall könnt ihr auch von ihr alles rauskaufen. Die hat alles, was ihr braucht eben auch. Auch so die Sachen, die man auch so farmen kann. Also alles, was eventspezifisch unique ist, könnt ihr hier rauskaufen. Aber wie gesagt, die kann man auch alles erspielen, muss man nicht rauskaufen. Am besten macht ihr ein paar Mal den World Boss, den neuen, und dann habt ihr das. So, das war es auch direkt mit dem Video. Ich wollte einfach mal ein informatives Video dazu bringen auf Deutsch. Ich habe keins nämlich gefunden gehabt. Das meiste habe ich von Kurotov, den verlinke ich euch unten. Und abgesehen davon kommt heute oder morgen, spätestens morgen, mein Elispul-Video, wie ihr seht, hier. Ich habe sie ja gezogen. Um die 400 Puls verbraucht, falls ihr eben das nicht verpassen wollt und sehen wollt, wie ich 400 Puls in Alys reinhaue und ob ich die C6 bekommen habe und welche Matrizen ich bekommen habe. Ja, okay, die Matrizen spoilern schon, aber die Constellation seht ihr noch nicht. genau, um das herauszufinden, haltet einfach wieder ein. Und ja, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.